Unsere Themen am Freitag. FCE muss auswärts gegen Hertha 2 ran. Frühjahrsputz in Cottbus. Und Paradoxa und die zerbrochene Zeit. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Im Munitionsentsorgungswerk in Lübben hat es heute Vormittag eine Explosion gegeben. Die Einsatzkräfte mussten sich vor Ort anfangs zurückziehen. Grund: Explosionsgefahr. Eine Person wurde auch am Nachmittag noch vermisst. Die L42 und B87 wurden gesperrt. Warum es zur Explosion kam, ist unklar. Im Spreewerk werden Munition und Pyrotechnik zerlegt und zur Entsorgung oder Wiederverwendung vorbereitet. Die letzte Explosion auf dem Gelände hat es vor 16 Jahren gegeben. 4 Menschen sind damals gestorben. FCE-Fans mussten in den letzten Wochen ohne auskommen. Die Auswärtsspiele sind witterungsbedingt ausgefallen. Viele Anhänger haben die Fahrt zu den anderen Stadien vermisst. Am Sonntag startet der nächste Versuch. Allerdings fällt die Auswärtsfahrt kurz aus. Es geht nach Berlin. Aufgrund der Witterungsbedingungen in Berlin ist noch gar nicht klar, ob der FC Energie Cottbus am Sonntag überhaupt gegen Hertha 2 spielen kann. Vorbereitet hat sich Trainer Klaus-Dieter Wollitz aber natürlich trotzdem. Die Reservemannschaft des Bundesligisten ist aktuell in guter Form. Mit der ganzen Mannschaft im Strafraum mauern werden die wohl nicht. Der Trainer erwartet ein gutes Spiel. Ja, erstmal muss man sagen, ist Hertha 2 für mich eine Top-Mannschaft. Das zeigen ja auch die letzten Ergebnisse, die letzten Wochen. Nach anfänglichen, sag ich mal, ergebnistechnischen Problemen, beziehungsweise wo sie nicht so gepunktet haben, aber da die da eine extrem hohe Durchlässigkeit haben zur ersten Mannschaft, sind mehrere Spieler, die es geschafft haben. Ich gucke sie mir gerne an, weil das immer was mit Fußball zu tun hat. Das hat immer eine Vorstellung, wie entwickle ich den Spielern meistens. Ich hoffe auch am Sonntag im Sinne für uns, ist nicht immer ganz entscheidend das Ergebnis, sondern die Entwicklung einzelner Spieler. Und da haben sie ein Riesenpotenzial. Ich bin auch davon überzeugt, dass die erste Mannschaft dadurch in den nächsten Jahren von profitiert und belohnt wird. Die Ergebnisse beim FCE stimmen zurzeit. Mit der eigenen Leistung ist man aber nicht zufrieden. Das kann unter anderem mit den 4 Winterneuzugängen zu tun haben. Der Trainer hat in der letzten Woche viele Gespräche geführt. Dabei ist herausgekommen, dass einige Spieler sich mit der neuen Konkurrenzsituation zurechtfinden müssen. Viele Spieler kannten das gar nicht, weil sie von vornherein, wo sie hingekommen sind, fast gesetzt waren. Wo sie vorher gespielt haben, eigentlich gesetzt waren. Also Konkurrenzdruck in dem Sinne nicht vorhanden gewesen. Und deswegen ist das eine neue Situation. Und deswegen ist es wichtig, nochmal alle Spieler mitzunehmen. Wir hatten auch letzte Woche Sonntag zum ersten Mal die Spieler zur Verfügung, die dann in der Hinrunde über 50 Punkte geholt haben. Und das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Irgendwo muss ich das auch möchte ich berücksichtigen, zumal sie sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen haben. Ein paar Wochen hat der Trainer ja noch Zeit, die Mannschaft auch fußballerisch wieder auf Spur zu kriegen. Im Mai wird es dann ernst. Zwar beteuert Wollitz nur von Spiel zu denken, die Vorbereitungen auf die Relegation haben aber schon begonnen. Also ich sag so, wir wissen, was in den anderen Regionalliga-Gruppen los ist und wir wissen auch, dass wer welche Art des Fußballs
spielt und wir wissen auch, wer welche Stärken, welche Schwächen, aber wir haben auch Stärken, aber wir haben auch Schwächen, also wie alle, sonst würden sie alle nicht in der Regionalliga spielen. Also wenn es dann soweit ist, dass es am Ende hoffentlich mit Überzeugung, mit Qualität der erste Platz ist, dann werden wir in den beiden Spielen, zumindest was das angehen würde, optimal vorbereitet sein. Also wir könnten auch morgen eine Auslosung haben und könnten nächste Woche spielen. Wir wären nicht überrascht, was auf uns zukommen würde. Da können Sie sicher sein. Nun steht aber zunächst das Spiel gegen die Hertha an. Wenn Wetter und Rasen mitspielen, ist am Sonntag um 13.30 Uhr Anstoß. In Brandenburg ist die Zahl der Gewalttaten angestiegen. Im letzten Jahr hat es über 5.100 Fälle gegeben. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik ist das der höchste Stand seit 2009. Die Kriminalität ist insgesamt um 5,8% gesunken. 175.000 Straftaten hat es gegeben. Die Aufklärungsquote ist auf 55,3% gestiegen. In den Grenzgebieten wurde weniger eingebrochen und geklaut. Das größte Gesundheitsnetz der Region hat gestern Abend Jubiläum gefeiert. Über was auf der Geburtstagsrunde gesprochen wurde, erfahren Sie in den Kurzmeldungen. 10 Jahre Prosper Lausitz. Das Gesundheitsnetz der Knappschaft hat gestern sein 10-jähriges Bestehen gefeiert. Zu diesem Jubiläum trafen sich die medizinischen Versorger bei einer Netzwerkkonferenz am Knappschaftsplatz in Cottbus. In der Region haben sich Haus- und Fachärzte sowie Krankenhäuser bei Prosper Lausitz zusammengetan. Ziel von Prosper ist es, Versicherten eine bessere ambulante und stationäre medizinische Versorgung anzubieten. Blutspenden mal woanders. An der Jet-Tankstelle in der Lipetzker Straße können Sie morgen Ihr Blut spenden. Der DRK Blutspendedienst Nordost feiert Jubiläum. Es ist bereits die 15. Aktion. Aus diesem Grund gibt es nach der Spende eine Pflegewäsche von Car Royal für das Auto. Wer auch noch an der Verlosungsaktion teilnimmt, kann eine Reise gewinnen. Start ist um 9 Uhr. Blutspender sollten den Personalausweis dabei haben. Grünes Grießen. Rund um die Vogelwelt in der Bergbaufolgelandschaft im Kraftwerk Jenschwalde geht es morgen in Grießen. Interessierte können die Veranstaltungsreihe Grünes Grießen besuchen. Mit dem Vortrag Die Vogelwelt im grünen Herz des Tagebaus Jenschwalde gibt es Einblicke in die Natur. Los geht es um 14 Uhr im Gemeindezentrum Grießen, Dorfstraße 7a. Die Lausitz bekommt einen neuen Pendelzug. Mit dem Fahrplanwechsel wird dieser ab Dezember zwischen Cottbus und Lübben eingesetzt. Die Züge sollen täglich im 2-Stunden-Takt von 8 bis 22 Uhr fahren. Die Regionalbahn hält dann wieder in Radosch, Kunersdorf und Keukwitz. Der neue Pendelzug wird ein Jahr lang getestet. Der Schienenersatzverkehr entfällt in dieser Zeit. In den nächsten Wochen steht bei vielen von uns der berühmt-berüchtigte Frühjahrsputz an. Die Wohnung wird dann auf Vordermann gebracht. Was für die eigenen vier Wände gilt, gilt natürlich auch für die Stadt Cottbus. Hake geschnappt, rein in die bequeme Kleidung und ab in die Grünanlagen der Stadt. Der Frühjahrsputz steht an. Am Samstag, den 24. März, soll Cottbus wieder schöner werden. Dazu sind alle Einwohner eingeladen. Das hat alles damit zu tun, dass unsere Stadt schöner werden soll, attraktiver. Aber es hat auch was damit zu tun, dass ja Sauberkeit auch gefühlte Sicherheit darstellt. Und deswegen ist das auch eine Aktion, die wir eines Tages mal aus dem Präventionsrat heraus gegründet haben und gesagt haben, Mensch, dass wir sorgen dafür, dass es sauber wird und ein gefühltes Sicherheits sozusagen Empfinden sich auch etwas steigern kann. Deswegen haben wir das gemacht. Außerdem tut der Einsatz an der frischen Luft sicherlich auch der eigenen Gesundheit gut. Viele neue Leute, die mit anpacken, lernt man auch kennen. Mitmachen kann jeder, ob nun direkt vor der eigenen Haustür oder an einem der vielen Treffpunkte in der Stadt. Also was feststellbar ist, dass also mehr Ortsteile mitmachen. Ja, in diesem Jahr sind es 13. Und mittlerweile ist das Thema auch schon angekommen bei den Schulen und bei den Kitas. Die machen da auch mit. Ja, und das kann man sich aber noch ein bisschen besser wünschen. Wenn die kleinen Cottbusser mit anpacken, können das die großen doch sicherlich auch. Wenn dann alle mithelfen, die Stadt auch danach sauber zu halten, fällt der Einsatz im nächsten Jahr vielleicht auch kleiner aus.
Die Brüder Löwenherz sind im Piccolo-Theater 20 Jahre alt geworden. Das Erzähltheaterstück hat am 15. März 1998 Premiere gefeiert. Regie hatte damals und auch heute noch Reinhard Drogler. Schauspielerin Heidi Zengerle ist beim Stück seit dem ersten Tag dabei. Die Jubiläumsvorstellung ist am Sonntag um 15 Uhr. Die Inszenierung Paradoxa und die zerbrochene Zeit ist hingegen taufrisch. Die Darsteller vom Kindermusical haben mit dem neuen Stück erst letzte Woche Freitag Premiere gefeiert. Die Karten waren wie üblich schnell vergriffen. An diesem Wochenende gibt es die nächste Chance, bei einer sensationellen Entdeckung dabei zu sein. Kaum sind die Vorführungen von einem Musical vorbei, geht's schon mit den Proben fürs nächste Stück los. Ein Jahr lang haben die Jugendlichen des Cottbuser Kindermusicals für das neue Stück Paradoxa und die zerbrochene Zeit geübt. Yannick Oehlt spielt die Hauptrolle. Er ist Professor Timeless. In den Proben wird noch an den letzten Kleinigkeiten gefeilt. So langsam steigt bei allen die Aufregung. Ich bin aufgeregt. Ich glaube, ich werde ganz kurz vorher richtig extrem aufgeregt sein. Das ist bei mir immer so, dass das kurz vorher dann richtig losgeht. Aber ich freue mich natürlich auch. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Also eigentlich schon seit letztem Jahr, als das letzte Stück vorbei war, habe ich mich schon auf das nächste gefreut. Professor James Timeless hat im neuen Stück einen Timebroker erfunden. Mit dem Gerät kann man durch die Zeit reisen. Das ist die ultimative Erfindung der Menschheit, sogar der Nobelpreis winkt. Der Professor hat allerdings Zweifel, ob die Menschheit für den Timebroker bereit ist. Schließlich kann man mit ihm die Vergangenheit manipulieren, um die Gegenwart und die Zukunft zu verändern. Seine Assistentin überredet ihn, sein Gerät der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Aber die Pressekonferenz endet in einer Katastrophe. Bitte einer nach dem anderen hier. Yannick Oehlt hat in den Kindermusicals schon öfter größere Rollen gespielt. Sich in den zerstreuten Professor hineinzuversetzen, hat für ihn aber eine Weile gedauert. Erstmal die Idee, dass ich ein verrückter Professor bin, damit konnte ich mich ganz gut anfreunden. Da hatte ich jetzt keine Schwierigkeiten damit. Aber dieses Gefühl, dass etwas, worauf man vielleicht selber stolz ist, was man denkt, das habe ich geschafft, dass das die anderen negativ aufnehmen, dass sie es nicht so gut auffassen, wie man es selbst auffasst. Das war schwierig, sich da hineinzuversetzen, aber ich hoffe, es ist mir ganz gut gelungen. Thorsten Caro ist bis jetzt jedenfalls zufrieden mit seinen Schützlingen. Er gibt während der Proben nochmal die letzten Hinweise. Das Musical stammt wieder aus seiner Feder. Jetzt entsteht aus der Musik, dem Gesang und den Choreografien das komplette Stück. Ja, natürlich ist es so, wenn das Baby quasi so kurz vor der Entbindung steht, ne, dann ist man natürlich als Papa ganz besonders aufgeregt. Und wir haben wunderbare Darsteller, Jugendliche, die wirklich voller Enthusiasmus dabei sind, auf die ich ganz, ganz stolz bin, die hier wirklich ihr Letztes geben und auch das ganze Team. Ich muss an der Stelle wirklich sagen, ich bin ja nur ein Lichtlein, ein Rädlein im ganzen Getriebe. Und das ganze Team des Cottbuser Kindermusicals, die haben mir wirklich ganze Arbeit geleistet. Am Ende gibt es natürlich auch Menschen, die den Erfolg des Professors für sich verbuchen wollen. Der Timebroker wird gestohlen. Irgendwer manipuliert die Zeit und alles gerät durcheinander. Plötzlich treffen sich Vergangenheit und Zukunft und Paradoxa erscheint. Professor Timeless muss feststellen, dass er seine eigene Vergangenheit doch nicht hinter sich gelassen hat. Er begegnet einem Menschen, den er längst verloren glaubte. Geh weg! Du hast ihn schon genug geküsst und verführt! Auch im Manitou Forst ist was los. Die Band Bibi and the Blues Shacks spielt heute ab 21 Uhr. Fünf Phillisheimer bringen eine Mischung aus Soul, Rhythm and Blues auf die Bühne. Als kleinen Vorgeschmack treten auch Marv und Frank auf. Ein kulturelles Wochenende, was uns somit bevorsteht. Für was Sie sich auch entscheiden, viel Spaß dabei. In diesem Sinne, schönes Wochenende, machen Sie's gut. Zwei super Angebote der Woche gibt es jetzt bei Expert. Diesen Krups Kaffee Vollautomat für 199 Euro und die Xbox One X im exklusiven Bundle mit weiteren Extras für nur 499 Euro. Volles Aroma für perfekten Kaffeegenuss gibt's mit der vollautomatischen Espressomaschine von Krups.
Das patentierte Compact Thermoblock-System sorgt für besonders schnelles Aufheizen und Cappuccino-Liebhaber können die Milch direkt in der Tasse aufschäumen. Der Bohnenbehälter fasst 275 Gramm. Mit dem intuitiven Drehregler habt ihr dabei die volle Kontrolle über das Metallkegelmahlwerk und den Mahlgrad. Auch die Getränkegröße, die Wassermenge und selbst die Temperatur können über das Bedienfeld ganz einfach an jeden persönlichen Geschmack angepasst werden. Der Wassertank fasst 1,8 Liter. Das reicht für bis zu 9 Getränke, sodass ihr nicht ständig nachfüllen müsst. Echter Genuss zum kleinen Preis. Für nur 199 Euro bekommt ihr den Krups Vollautomat EA8108 jetzt bei Expert. Das zweite Angebot in dieser Woche ist die Xbox One X. Gaming in 4K und jede Menge weitere Extras bekommt ihr jetzt für nur 499 Euro. Als bislang einzige Konsole bietet die Xbox One X eine native 4K-Auflösung und das mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und HDR. Ermöglicht wird dies durch einen AMD-Prozessor mit 8 Kernen, der auf 2,3 GHz taktet, sowie 12 GB GDDR-Grafikspeicher. Für die Xbox One X entwickelte Spiele sehen also so detailreich wie nie aus und bieten flüssige Animationen ohne Ruckeln. Aber auch ältere Xbox One Games werden dank der neuen Hardware optimiert und laden schneller. Und da die Konsole einen 4K UHD Blu-ray Player besitzt, könnt ihr auch Filme und Serien wie im Kino genießen. Die Xbox One X mit einer 1 TB Festplatte ist jetzt bei Expert für nur 499 Euro erhältlich. Und zwar als exklusives Komplettpaket. Denn nur bei Expert erhaltet ihr jetzt einen zweiten Controller und die drei Spiele Sea of Thieves, Steep und The Crew direkt als Downloads dazu. Der Krups Kaffee Vollautomat EA8108 und das Xbox One X Bundle. Das sind die Expertenangebote der Woche. Auch in der Nacht gibt es leichten Schneefall. Wer mit offenem Fenster schläft, sollte sich warm einkuscheln. Das Thermometer misst minus 5 Grad. Der Samstag startet ebenfalls mit Schnee. Im Laufe des Tages kommt die Sonne raus. Es bleibt mit minus 4 Grad kalt. Mütze und Schal können Sie sehr gut gebrauchen. Am Sonntag hört der Schneefall auf. Dafür lässt uns die Sonne im Stich. Es bleibt den ganzen Tag bedeckt und wird stürmisch. Die Höchstwerte liegen bei gerade einmal minus 3 Grad. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spreneiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sie erwarten Besuch, der Platz zu Hause reicht aber nicht aus. Es muss nicht immer ein Hotel sein. Probieren Sie doch eine Gästewohnung bei der EG Wohnen. Ab 23 Euro pro Person bekommen Sie Küche, Schlaf- und Wohnzimmer, alles komplett eingerichtet. Probieren Sie es aus, unsere Mitarbeiter am Brandenburger Platz warten auf Sie. Sängerin mit Staatsexamen, TV-Moderatorin und Schauspielerin. Cornelia Schöne bietet Ihnen Unterricht in Gesang und Stimmbildung sowie Sprecherziehung für alle, die im Beruf moderieren oder größere stimmliche Belastungen professionell meistern wollen. Natürlich auch Schauspielunterricht mit seinen ganzen Facetten. Anmeldungen unter 0175 844 2185 oder cornelia.schöne@gmx.de.